also Liga Primus damals und auch das Spiel ein Jahr zuvor gegen die Abstiegsrunde oder in der Abstiegsrunde, was Dresden für sich entscheiden konnte. Aber neues Spiel, neues Glück. Ball ist bei den Gästen. Für Hanau. Natürlich Harris, Albrecht, Günke, John Wild. Punkte zu verbuchen für beide Mannschaften. Pinkins findet Harris draußen für die drei Punkte. Macht er direkt. Günke. Pinkins ist einmal bei Albrecht im Post. Sucht das 1 gegen 1 und eine schöne Aktion. Und Max von der Wippel nimmt sich da mal seinen Mut zusammen. Konnte den diesmal gewinnen. El Domiati. Finte, Spin-Move schön gemacht. Dresden einfach noch ein bisschen zu wild unterwegs. Unstrukturiert und Hanau auch einfach ein gutes Team, was die Verteidigung angeht. Passen im Schnitt etwa 71 Punkte zu. Dresden ist da deutlich schlechter unterwegs. Und nächster Dreier von Hanau. Hanau spielt physischer. Aber auch nicht so richtig wachsam. Leichter Fehler. Baues. Zwei Punkte. Macht er. Mach mal ein bisschen Entertainment. Viel Spaß mit den Tanzmädels. Price auf Daniel Krause. Hat er gerade vergeben von dort. Auch der ein bisschen zu lang. Und glücklich fällt ihm dann der Ball in die Hände. Das nimmt er dankend an einfach für Hanau. Was die Bretter anbelangt. Ricky Price mit dem nächsten schwierigen Wurf. So, Hanau jetzt mit einem offenen Dreier. Jordan Wild. Wild geht unter den Brettern. Herrschen. Wendell Holt für drei. Macht er rein. Wendell Holt auf Stirner. Dreier. Das ist eine gute Kombo. Das machen die Dresden Titans häufig. Das Handgelenk leicht angewinkelt. Konnte nicht verwandeln. Und Eugene Harris. Punkt jetzt der Rückstand. Holt für drei, holt für drei und der kullert rein. Es ist immer wieder auch ein Stück weit wahnsinnig schwierig. Hat kaum einfache Punkte bisher machen können. Auch mal ein Brett oder so. Dadurch natürlich schwierig auch von außen reinzukommen. Und Hanau kommt von außen sehr gut rein. Christian von Fintel hatte zuvor den Dreier getroffen. Und El Domiati ist frei. Und den macht er rein. El Domiati. Oder zwei Minuten verkürzen. Wendell Holt kriegt den Dreier von Walter Simon und macht den auch rein. Kriegt den Dreier, habe ich gerade gesagt. Ich wusste, dass er den Dreier nimmt. Das war auf jeden Fall ein Versprecher. Hat natürlich den Block von Walter Simon gekriegt und dann... Und werde dann, merkt man nicht nur an den Statistiken, sondern auch an der Haltung. Und Harris mit dem schönen Sprungwurf. Ball landet bei Harris, der klatscht schon wieder drauf und den trifft er. Spring Pass zu von Fintel. Der macht den nächsten Dreier. Wird da ganz freigelassen. Ball war da versprungen. In meinen Augen unkontrolliert ist immer noch. Blink. Ricky Price. Dreier! Wahnsinnstyp. Das ist eine ihrer Stärken. Harris für drei. Harris für drei. Wendell Holt. Ich glaube, den nimmt er, ja. Den nimmt er. Den nimmt er, den macht er rein. Und spektakulär rollt er sich zurück. Stört ihn das auch nicht. Harris mit der Antwort. Ja. Ja, es ist die Antwort. Nimmt sich auch ein Dreier vor. Macht auch den Dreier rein. Liebe Freunde, hier ist noch nichts vorbei. Zu leichtsinnig. Zu inkonsequent. Nächster Dreier. Ja, und der muss auch irgendwann rein. Das war ganz klar. Mal zusammenfassen, was wir heute gesehen haben. Schön war es nicht unbedingt. Spannend war es allemal. Auch wenn die absolute Spannung heute ausblieb. Dresden hat es auf 4 Punkte rangeschafft. Beim Stand von 79 zu 83. Aber dann war nichts mehr los.